Willkommen bei Dedelic Entertainment und Rondo Media. Und The Night of the Rabbit. Einstellungen. Gesamt hoch, Musik. Hoch. Ach, diese Musik. Schön. Das konnten diese freundlichen, lustigen, netten Leute ja schon immer bei ihren Spielen. Einfach sagenhaft gute Musik. Die ist echt schön und ruhig. Und wir starten einfach mal. Aber ja, sehr gerne. Ein Hase. Yay, ein Hase. Okay. Wer ist die? Mäuse. Und ein Gesicht. Okay. Och, eine süße Eule. Okay, wir starten einfach mal. Ha, zu The Night of the Rabbit. Und so beginnt es. Die große Stunde meines Schülers. Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Oh, das war schon das Intro? Okay. Aber es war cool. Auf jeden Fall. Cool. Ziemlich tolles Intro. Auf jeden Fall schon mal. Also, der nette Mann ist der Meinung, er hätte alles verhindern können. Und irgendwie sind das seine... Da war, glaube ich, ein Hut und so. Das ist ja verschwunden. Oh, eigenartig, eigenartig schon mal. Aha, da komme ich nicht weiter. Achso. Da kann er nicht lang. Okay. Ein sehr stimmungsvolles Intro und eine ziemlich nette Anfangsumgebung schon mal. Was ja immer ganz toll ist, man stellt sich ja direkt Fragen. Also, warum will dieser Mann, wieso ist er der Meinung, er hätte es überhaupt aufhalten sollen oder verhindern? Hätte er es verhindert, dann gibt's das Spiel doch gar nicht. Oder wie jetzt? Oder was? Ach, egal. Oh, eine merkwürdige Gestalt. Ja, der sieht schon eigenartig aus. Und ein Mundsymbol. Ich frag mich, ob ich ihn anreden soll. Er hat eine Laterne. Und, was ist das denn? Und ein Buch? Gut. Oh, wer bist du? Ich, Bist du etwa stumm? Ja. Soll das heißen, du weißt es nicht? Genau. Das, ja. Hast du dich verlaufen? Ah, ja, danke. Genau. Ich habe mich, ja, verirrt. Richtig. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte? Ja. Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Na klar, wie weitergeht es?
Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mann, hab ich ein Glück. Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Doch, eigentlich. Nein. Nicht? Was? Wie? Hä? Na gut, wenn wir deinen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Okay. Oh. Er kann sich teleportieren. Auch wenn die Strecke jetzt nicht gerade so weit war, dass irgendwie... Ach, egal. Vielleicht kann er sich auch nur so fortbewegen. Na gut. Das war ja... Aber eigentlich hatte ich wirklich vor, ihm die Geschichte zu klauen. Aber es war nett, dass er uns den Anfang zeigt. Was mich ein bisschen stutzig macht, diese Figur hier sieht aus wie ein Clown. Hier die Mütze, ein Arm um den Hals gelegt, die Nase, der Mund. Warum sitzt hier ein Clown, aber der wohl ein Ast ist? Auf jeden Fall können wir ihn nicht ansprechen. Na gut, gehen wir weiter. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Genau. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Gut. Du wirst ihn sofort erkennen. Sehr gut. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon, aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Mhm. Ja, das verstehe ich ganz gut. Enden sind sehr anders. Ein Ende kann ich mir mehr vorstellen, nur den Anfang nicht. Ah, komm. Ja, das war einleuchtend. Wirklich? Ja. Ich habe schon lange niemanden mit so einem scharfen Verstand getroffen. Juppie. Oh. Der ist ja... Oh. Hast du eben etwas gehört? Nö. Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Ja, es ist kalt geworden, findest du nicht? Ja, nicht wirklich. Folge mir. Okay, das war seltsam. Der ist ja von einem zum anderen gesprungen. Oh. Aber warum springt er da hoch, um hier wieder runter? Das macht gar keinen Sinn. Na gut. Gehen wir weiter. Was ist für Mütze und Clown? Ist hier etwa der Anfang, oder wie jetzt? Drehen wir mal. Oh, auf einmal ist man da was. Da ist dein Anfang. Ach. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Allein hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Ich hätte den Clown genommen. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Nö. Unbekannt. Naja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Garantiert. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Okay. Oh, verschwinden. Okay. Seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. Was reimt sich denn da? Na gut. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss Zeit, ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein! Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun,
bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft: Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Okay, wie ich schon sagte, die Musik ist epic das war ja Jerry. Jetzt also das richtige Jerry. Intro. Oh. Ach, hübsch, ja. Hübsch diese Zeichnen. Ja? Szenen. Aufstehen, du Schlafmütze! Oh nein, die Schule, ich komme noch zu spät. Schau doch, wie schön die Sonne draußen scheint. Ja. Du willst doch nicht deine ganzen Sommerferien verschlafen. Ha, Ferien, keine Schule, sehr gut. Das ist ja noch besser. Sommerferien? Die Schule geht übermorgen wieder los, Jerry Schatz. Ha, ein Glück. Vergiss nicht, deine Schulsachen zu packen. Ach, in 2 Tagen geht die Schule wieder los. Noch 2 Tage Abenteuer. Sehr gut. Sehr positive Einstellung von ihm. Nicht rumjammern, sondern 2 Tage noch warten. Oh. Ja, Frühsport. Sport. Oh, was ist denn das für ein Sender? Hier läuft doch sonst immer nur Popmusik rauf und runter. Ja. Die Krähen haben es gestern wohl übertrieben, denn keine einzige lässt sich heute am Himmel blicken. Ein schöner Tag. Krähen? Aber bloß nicht ausruhen und einrosten, sonst macht man sie morgen umso einfacher. Machen Sie einfach mit. Wenn Sie keine Lust auf unser Programm haben, dann starten Sie einfach so in den Tag. Stellen Sie sich ein kleines Kreuzchen vor, das in der Luft schwebt. Da können Sie dann draufklicken und jederzeit aussteigen. Okay, stell's mir vor. Hey! Wow! Ich kann wenn wirklich er das so beschreibt, sehe ich das direkt vor mir in der Luft schweben. Aber warum aussteigen? Denken Sie, dass Sie schon alles wissen? Ha! Schlauberger! Oh. Berühren Sie das Radio. Stellen Sie sich einen Mauszeiger vor, führen Sie ihn über das Radio und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Mauszeiger, sowas gibt's doch gar nicht mehr. Oh, ich hab nur einen Blattzeiger. Leider keine Maus. Schade. Okay, also wir haben Kreuz. Überspringen. Nein. Nicht überspringen. Hier wird nicht übersprungen. Okay, drücke ich halt das Radio. Was habe ich davon? Brav. Fein gemacht. Kinderspiel. Und so können Sie alles ansehen, sprechen, benutzen, herumlaufen. Woher weiß der, dass ich es benutzt habe? Klick. Alles ein Klick. Oh, alles ein Klick. Cool. Ja, ja. Ist das hier eine Verkaufsveranstaltung oder was? Probieren Sie es gleich nochmal. Diesmal sprechen Sie das Radio an. Ja, da, wo die Stimme herkommt. Ansprechen? Das Radio? Und wieder einfach nur anklicken. Kommt mir eigenartig vor. Na gut, egal. Machen wir's. Ich möchte meine Mutter grüßen. Ich dachte nicht mehr im Radio. Ich nehme mal, ich möchte jetzt meine Mutter. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie... Woher weißt du, wie wir heißen? Alles ein Klick. Merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in Erstreckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Ja. Er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Auweia, der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Sendung Fit und Froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also, suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Ja. Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los.
Okay. Na gut. Ist halt so ein Tutorial. Und der Tutorialmann hat uns geraten, etwas einzusammeln. Machen wir. Gut so. Das ist gut für die Leute. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Okay. Oder die I-Taste drücken. Okay. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Cool. Jetzt haben Sie das Inventar geschlossen. Oh. Na, keine Zerrung geholt. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Okay, Inventar. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Okay. Ansehen. Chaka. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Drücken Sie mit links auf den Kopf. Ups. Nein, der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Aha, wir sind auf die Kohle. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Laufen wird. Also den Griff mit dem Korb oder den Korb mit dem Griff. Und ich benutze den Korb mit dem Griff. Oh, genau so. Na, das war doch gar nicht so schwer. Schön. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Ja, das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann, oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. So viele Möglichkeiten. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Meine Mutter ist gar nicht da. Der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Nutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf Sie klicken. Okay. Also, meine Mutter ist nicht anwesend, also nehme ich Sherrys Mutter. Ist auch besser so. Hätte ja sonst auch gar keinen Zweck. Gut, Sherrys Mutter. Oh, Jerry, du hast den Korb. Oh, genau. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für Brombeerkuchen? Ja. Ja, Jerry Schatz. Yay. Au, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Oh. Denken Sie daran, ein Wadenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer wilden Krähe fliehen. Hä? Hey. Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit. Bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Stimmt, das klingt sehr plausibel. Okay, also Mauswaldfunk. Alles klar. Warum noch nicht? Gut, wir scheinen das Tutorial überstanden zu haben und wir suchen uns jetzt ein paar Brombeeren. Yuppie! Fremder kann dich eine Jerrys größer Traum ist es, Zauberer zu werden. In der Nacht beobachten ihn leuchtend rote Augen. Ja, das war gruselig. Nur noch 2 Tage Sommerferien auf ins Abenteuer. Genau, so muss er sein. Also, das war ja ein ziemlich cooler Einstieg. Das Radio kann mit uns sprechen. Wir können mit dem Radio sprechen und uns ganz viele Gegenstände hören. Leute jetzt angucken und dann sagen.
den Drachen können wir uns nicht angucken. Ist das ein Frisbee? Das können wir uns wohl auch nicht angucken. Schade, schade. Erdbeer. Briefkasten. Ein Geheimversteck. Johannesbeer. Yay! Ein Fahrrad. Können wir uns nicht angucken. Schade. Na gut. Okay, das soll's fürs erste gewesen sein. Schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, wir erkunden die Welt, und ich kann eins versprechen, ich werde mir, sofern ich alles finde, alles angucken. Wirklich alles. Und ich werde vermutlich alles mit allem und allem und jedem und überhaupt benutzen. Muss man ja meistens sowieso, bis man die richtige Kombination findet, also ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.